Hallo und herzlich willkommen zum Video. Freude auf den James Bond Club Deutschland bei den Golden Oldies. Unsere Geheimagentengruppe ankam mit Tinker, mit Jackpot und mit Goldie Blond im Aston Martin DB5. Das war ein richtig schönes Bild hier vor der Burg Kleiberg mit diesen besonderen Personen und mit diesem besonderen Fahrzeug. Einfach wunderschön. Die Farbe Silber passt auch sehr gut hier in die Landschaft hinein und das Fahrzeug ist sehr, sehr schön gemacht. Und zum Der James Bond Club Deutschland zeigt eine schöne Präsentation bei den Golden Oldies. Super! Der Vorsitzende Jackpot steht jetzt schon bei Volkmar zum Fotoshooting bereit. Ja, so wie mein Name Jackpot, das bedeutet Hauptgewinn, so sind wir vom James Bond Club Deutschland e.V. auch ein Hauptgewinn für die Golden Oldies. Wir freuen uns schon riesig, dass wir bei diesem Festival mit dabei sein können. Bei unserem James Bond Club Deutschland dreht sich alles um die Filme mit dem Geheimagenten. Filmes mit dem Geheimagenten ist dies ein silberner Aston Martin DB5. Und dieses Fahrzeug macht sich sehr schön vor Burg Kleiberg. Auch für den Aston Martin DB5 habe ich eine Präsentation vorbereitet, in der ich zeigen möchte, in welchen Filmen der Aston Martin DB5 schon überall vorgekommen ist bei diesem Geheimagenten-Filmpaket. Agentenfilme mit dem Aston Martin DB5 waren zum Beispiel Goldfinger, Feuerball und GoldenEye. Des Weiteren Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und Casino Royale. Außerdem Skyfall, Spectre und Keine Zeit zu sterben. Dabei hat der Aston Martin DB5, neben dem ich hier stehe, einige nette, schöne Spielereien mit an Bord. Wie zum Beispiel Maschinengewehre oder auch einen Schleudersitz. Doch dies können und möchten wir an dieser Stelle noch nicht zeigen. Oh la la, das sind ja brisante Informationen für meine Organisation. Ich habe jetzt alles mit dem Lippenstift und meiner Kamera darin aufgezeichnet. Ich, Goldie Blond, werde jetzt meine Informationen weitergeben. Ja, und dann wird es auch Zeit, mal den Aston Martin DB5 in einer Oldtimer-Vorstellung von der Tinker vorgestellt zu bekommen. Die Tinker steht jetzt schon bei Volkmar zum Fotoshooting. Ja, der Aston Martin DB5 wurde in den Jahren von 1963 bis 1965 gebaut. Berühmt wurde der Aston Martin DB5 durch seinen Einsatz in den Geheimagentenfilmen, die eben schon Jackpot vorgestellt hat. Das Fahrzeug hatte einen 4 Liter Reihen 6-Zylinder mit 286 PS und es erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 229 Stundenkilometern. Ein Filmauto unseres Aston Martin DB5 wurde mal für 5,75 Millionen Euro in einer Auktion versteigert. Und dies zu Recht, denn wenn man das Fahrzeug hier vor Burg Kleiberg mit seinen wunderschönen Formen betrachtet, dann versteht man, warum dieses Fahrzeug so begehrt ist. Das sind die schönen Scheinwerfer, die wie Augen aussehen, oder dann auch vorne, das sieht ja aus wie ein Mund, der lächelt. Und für alle Fans und Sammler haben wir hier in einem kleinen Kurzvideo noch einmal alle Seiten des Aston Martin DB5 in der Ansicht. Ja, und der Jackpot und ich, wir sind richtig begeistert von diesem wunderschönen Fahrzeug. Ah, und ich, Goldie Blond, habe alles auf einem meiner Lippenstiftkamera aufgezeichnet. Und auch auf unserem Schwarz-Weiß-Foto kann man erkennen, wie das früher mal hätte aussehen können, wenn der Aston Martin DB5 schon früher vor der Burg Kleiberg gestanden hätte. 10 Millionen Dollar beträgt der Auktionsstartpreis bei Chanceburg Auctions für diesen Aston Martin.
Im Magazin Chance Train zeigte sich die Geheimagentengruppe vor der Kulisse von Burg Kleiberg und dem Aston Martin. Und natürlich gab es auch Auszeichnungen. Der Aston Martin DB5 bekam eine Auszeichnung moderner Golden Oldie in der Kategorie Geheimagentenfahrzeug. Ich eine Auszeichnung bekommen habe. Es freut mich riesig, dass ich nicht nur die Fotos gemacht habe für das Magazin Chance Trend, sondern dass ich sogar selbst auf einer Auszeichnung mit dabei war. Super, vielen, vielen Dank! Danke, ja, und ich als euer Schornsteinfeger und Glücksbringer Felix bedanke mich auch ganz recht herzlich bei euch dafür, dass dieses Fotoshooting zum Festival Golden Oldies so schön war. Vielen Dank auch an alle, die hier zuschauen. Ich mag euch. Ciao! Ja, und ich, Chance Happ, als Regisseur dieses Videos möchte mich natürlich auch bei euch allen riesig bedanken. Das war ein Top-Job von euch allen hier beim Fotoshooting für das Festival Golden Oldies. Und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr da draußen jetzt dieses Video schaut, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir, die wir hier dieses Video gestaltet haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns sehr. Und danke, danke, danke für alle, die hier dieses Video ansehen. Und hier haben wir noch eine Übersicht: Farben und ihre Bedeutung. Außerdem sagen wir Danke an die Darsteller in diesem Video. Danke an Tinker, Jackpot und Goldie Blonde. Danke auch an Felix, Volkmar und Chance Happ.